Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus. Heute am Mittwoch, den 11. Januar. Wir fragen uns oft, ist Gott gerecht? Oder noch mehr, ist Gott zuverlässig? Können wir ihm vertrauen? Stimmt das, was er sagt, mit dem, was er tut, überein? Wir lassen uns da von den schrägen Gedanken und Wegen von Menschen oft beirren. Da stimmt das Wort und das Handeln nicht überein. Da werden Versprechen gemacht, die nicht eingehalten werden, gerade wenn immer wieder diese Wahlperioden sind. Da werden Versprechungen gemacht, die nicht eingehalten werden. Lügen über Lügen. Aber hier lesen wir in der Losung Jesaja 42, Vers 9: Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. Und so verkündige ich euch auch Neues, ehe denn es aufgeht. Lasse ich es auch euch hören. Gott sagt, das, was ich vorausgesagt habe, ist geschehen. Das, was ich versprochen habe, ist geschehen. Das, was ich euch ans Herz gelegt habe, ist eingetroffen, so wie ich es gesagt habe. Gott zeigt uns hier eine Zuverlässigkeit, die wir in der Welt nicht mehr kennen. Eine Zuverlässigkeit, die auf wunderbare Weise uns immer wieder zu sich zieht, in Liebe umgibt und mit aller Kraft ans Herz drückt. Was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. Er hat zum Beispiel Jeshua vorausgesagt, und er ist gekommen. Er wurde Mensch. Gott hat verheißen, einen Ausweg zu schaffen. Er hat ihn geschaffen. Gott hat gesagt, ich tue es, weil ich euch liebe. Und es geschah. Und er hat uns noch vieles vorausgesagt, bevor es kommt. Viele Zeichen hat er angegeben, zum Beispiel in Matthäus 24, die uns zeigen, was geschehen wird, bevor Jeshua wiederkommt. Und all diese Zeichen und Geschehnisse passieren vor unseren Augen. So wie es Gott vorausgesagt hat. Daran können wir erkennen, dass Gott zuverlässig und wortgetreu ist. Aber wie schaut denn das aus, wenn Gott in diesen Dingen so wortgetreu ist? Wie schaut es dann aus, wenn er sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod? Das bedeutet Gottesferne. Losgelöst sein vom ewigen Gott. Wenn die Bibel vom Tod spricht, spricht sie nicht von einem, wie soll ich sagen, aus Äpfelarmen, sondern sie spricht von Gottesferne. Losgelöst von Gott in einer Ewigkeit, die absolut nicht schön ist. Stimmt es dann auch? Können wir uns darauf verlassen? Ich muss euch ehrlich sagen, ich möchte mich auf diese Voraussage nicht verlassen. Ich tue lieber das Zweite, was Gott angeboten hat, nämlich seine Hand zu ergreifen und dabei zu sein, wenn er wiederkommt. Dabei zu sein, wenn er das Böse endgültig auslöscht. Dabei zu sein, wenn er sein tausendjähriges Reich aufbaut.
da möchte ich dabei sein. Darum gehe ich einfach davon aus, so wie ihr es hier sagt, was ich euch früher verkündigt habe, ist gekommen. Und jetzt verkündige ich euch Neues, sagt Jeschua, beziehungsweise Jesaja hier, bevor es kommt. Und ich lasse es euch hören. Und wie schon gesagt, diese ganzen Vorausschauen in dem Alten Testament, auch im Neuen Testament, passieren vor unseren Augen. Und wenn all diese Dinge so eintreffen, wie es Gottes Wort voraussagt, dann stimmt auch das andere, dass man verloren gehen kann, aber Jeschua uns die Tür aufmacht und wir durchgehen können. Wirf deine Sünde weg. Bekenne sie vor dem allmächtigen Gott, nicht im Beichtstuhl, nicht in der Kirche, nicht mit 10 Vaterunser und 3 Ave Maria, sondern indem du dich vor Gott beugst und Buße tust und umkehrst. Gott erwartet von uns keine Bußübungen mehr, denn Jeschua hat den Preis restlos bezahlt. Er hat den Preis restlos bezahlt. Und auf das schauen wir, dass wir ihm vertrauen wollen. Der Lehrtext im ersten Johannesbrief heißt nämlich, die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Ja, jetzt ist Jeschua da. Jetzt will er dein Herz erleuchten. Jetzt will er deine Hand ergreifen und mit dir durch den Tag gehen. Vertrau ihm. Gott ist zuverlässig. Gott ist zuverlässig. Ich merke es tagtäglich neu. Gott ist verlässlich, zuverlässig. Komm und lass dich ziehen vom ewigen Gott. Sag Ja zu ihm. Denn wenn er sagt, ich bin bei dir alle Tage, bis ans Ende aller Zeiten, dann ist er bei dir, heute, morgen und jeden Tag. Und auch heute, egal ob du jetzt in die Schule gehst, ob du zur Arbeit gehst, ob du in eine Therapie gehst, ins Krankenhaus gehst, er ist bei dir alle Tage, bis ans Ende aller Zeiten. Halt im Gedächtnis, Jesu Christ, o Mensch, der auf die Erden vom Thron des Himmels kommen ist, dein Bruder da zu werden, vergiss nicht, was er dir zu gut hat angenommen, Fleisch und Blut, dank ihm für diese Liebe. Gott hat uns den Erlöser versprochen und der Erlöser war da, starb auf Golgatha, für dich und für mich. Und jetzt ist die Verheißung gegeben, er wird wiederkommen. Bist du bereit? Amen.